Hi zusammen, ich grüße Sie. Und zwar heute geht es um Gittertext. Ich zeige euch, wie Sie einen Gittertext in Blender so erstellen können. Wir legen sofort los, indem wir auf Datei gehen und dann neu. Dann können wir loslegen. Also Büffel können wir mit X löschen und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, unser Textwerkzeug einfach hinzufügen, indem wir auf Hinzufügen gehen und dann Text. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier auf unserer X-Achse den Text einfach zu reduzieren auf 90 Grad. Und dann wechseln wir einfach in unseren Editiert-Modus, damit wir den Text bearbeiten können. Jetzt schreiben wir einfach Gittertext. Also. Und wenn wir jetzt fertig sind, dann können wir nochmal wechseln in unseren Objektmodus, damit wir einfach die Sachen so richtig bearbeiten können. Jetzt können wir das Projekt, Entschuldigung, vergrößern. Wir vergrößern das Projekt mit unserer Plus-Taste und wir können nochmal das Klick verschieben, wie Sie sehen, nochmal ein bisschen vergrößern, wie Sie auch sehen. Also man kann damit sehr viele Sachen machen. Und wenn Sie fertig sind, dann haben Sie auch die Möglichkeit, noch mal ein bisschen zu drehen, wie Sie eigentlich wollen. Sie können so drehen, wie Sie eigentlich haben wollen. Oder noch mal ein bisschen vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie fertig sind, dann können Sie das Projekt zum Beispiel bearbeiten, indem Sie zum Beispiel auf der Eigenschaft dann gehen und dann können Sie hier zum Beispiel das Projekt explodieren, indem Sie zum Beispiel ein Wert hier zum Beispiel 0,1 angeben und das Projekt wird jetzt einfach geändert. Tiefe haben Sie auch die Möglichkeit hier, wir setzen auf 0,02 und es wird einfach immer dicker, wie Sie sehen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit hier die Textgröße nochmal zu ändern. Sie sehen schon, Sie können alles damit machen. Also die Textgröße ändern, einfach nochmal ein bisschen vergrößern, wie Sie eigentlich haben wollen. Sie sehen schon, man kann damit sehr viel machen. Und hier immer wieder können Sie zum Beispiel noch ein bisschen vergrößern und verschieben, wie Sie wollen und immer wieder vergrößern. Und hier unten haben Sie die Möglichkeit, den Versatz einfach zu ändern. Auf unserer X-Achse können Sie nochmal den Versatz nochmal ändern, wie Sie eigentlich wollen. Und auf unserer Y-Achse können Sie den Versatz ändern. Und hier oben haben Sie auch die Möglichkeit, den Text auf unserer X-Achse, Y-Achse nochmal zu drehen, wie Sie eigentlich wollten. Also Sie sehen schon, man kann damit sehr viele Sachen machen. Also wir können nochmal ein bisschen skalieren. Und die Position können wir nochmal auch ein bisschen hier verschieben, wie wir eigentlich haben wollen. Sie sehen schon, man kann sehr viele Sachen hier damit machen. Wir können nochmal ein bisschen hier studieren und von daher zeige ich euch nur die paar Tricks, die Sie auch benutzen können. Wenn Sie jetzt fertig sind, dann können Sie nochmal ein bisschen hier mit dem Versatz nochmal ein bisschen ändern. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auf unsere Gittermodell hier zu wechseln. Und das ist unsere Gittermodell. Sie können zum Beispiel das ganze Projekt markieren, zweimal markieren mit A. Und nachdem Sie markiert haben, dann haben Sie auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit B beide Buchstaben hier einfach zu markieren. Also wir markieren das Projekt hier. Und dann können Sie zum Beispiel nicht nur markieren, Sie haben auch die Möglichkeit, nochmal das Projekt zu bearbeiten, wie Sie eigentlich haben wollten. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, einfach das Projekt, also wir wechseln nochmal in Editiert-Modus, und dann haben Sie die Möglichkeit, wie ich eben gesagt habe, ups, Entschuldigung, wir wechseln nochmal. Wir machen einfach einen Schritt runter und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Projekt zum Beispiel zu modifizieren, indem wir zum Beispiel auf Themen gehen und dann sagen wir, wir wollen die Tiefe zum Beispiel auf 6 setzen und jetzt wollen wir ein bisschen weiches Shading auch haben und wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur Shading und die Tiefe zu ändern, wir können zum Beispiel das Projekt nochmal dezimieren und zum Beispiel das ist hier. Und jetzt wollen wir das Projekt unterteilen, wie wir eigentlich haben wollen. Also wir wollen zum Beispiel, Sie sehen schon, man kann das Projekt unterteilen, wie man eigentlich haben möchte. Wir setzen zum Beispiel auf 2 hier. Und wenn wir jetzt fertig sind, dann gehen wir, wir fügen hinzu nochmal. Ja, wir können zum Beispiel nochmal unsere Gittermodell hinzufügen, aber wir lassen es mal so. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, das Projekt einfach anzufärben, indem wir auf Material gehen und dann wechseln wir in unser Cycles-Renderer. Und hier haben wir die Möglichkeit, eine Farbe zum Beispiel, wir nehmen zum Beispiel Glanz oder Emission, können wir auch nehmen. Sie sehen schon, wir haben sehr verschiedene Sachen da. Die Farbe können wir zum Beispiel hier angeben, wenn Sie schon,
wenn wir schon die Farbe wissen. Wir geben zum Beispiel E7 und dann 96 und dann 7b geben wir an. Und das Projekt wird einfach geendet. Die Rauheit setzen wir einfach auf 0,28 und wir können das Projekt jetzt rendern, um zu sehen, was wir gemacht haben. Also das ist das Projekt, was wir gemacht haben. Und von daher sieht es wirklich ganz anders aus. Aber natürlich haben Sie immer die Möglichkeit, hier auf diese Faktoren zu gehen. Und dann können Sie zum Beispiel ein bisschen Kollaps so machen. Sie können zum Beispiel mit ebenflächig auch machen. Und es wird einfach so aussehen. Also von daher können Sie damit sehr viele tolle Projekte so machen. Und wir gehen nochmal in unsere Massivansicht, damit wir unten hier einfach eine, wir wollen zum Beispiel auf unsere Welt jetzt gehen und die Farbe des Weltes einfach ändern. Also wir lassen einfach so und dann können wir das Projekt rendern und einfach sehen, was wir gemacht haben. Das ist das Projekt, was wir gemacht haben. Wir können zum Beispiel auch eine andere mit Ambient Occlusion auch so machen und so sieht das Projekt jetzt aus. Also ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben und freue mich einfach, das nächste Video nochmal mit euch zu teilen.